Murder Tales. Spannung, die man hören kann. Der Bunker. Zeig nochmal, Josie. Der Tätowierer hat gesagt, dass ich es im Moment nicht zu lange der Sonne aussetzen soll. Zumindest die ersten Tage. Das ist bei diesen Temperaturen natürlich nervig. Ich wäre wahrscheinlich schon von dem Geräusch der Tätowiernadel in Ohnmacht gefallen. Ach, Hogan hat mir da die Angst genommen. Ist ein total entspannter Typ. Die nennen den so, weil er wie ein Wrestler aussieht. Den kenne ich. Hat auch Filme gedreht. Sein ganzer Körper ist tätowiert. Sogar sein Gesicht. Und dann dieser übergroße Schnurrbart. Irgendwie knuffig. Höher geht der Ärmel nicht. Ein cooles Motiv. Die Schlange läuft ja an deinem ganzen Arm entlang. Hier, wo noch frei ist, kommen noch zwei tanzende Skelette hin. Eingebettet in eine dunkelrote Rose. Aber das war mir noch zu teuer. Jetzt heißt es erstmal sparen. Hat deine Mutter nichts gesagt? Mama hat getobt. Aber ich bin jetzt 18. Verbieten kann sie mir sowieso nichts mehr. Mein Alter würde mich dafür totschlagen. Meine Mutter hätte auch kein Verständnis dafür. Zumindest haben sie sich an mein Outfit gewöhnt. Grufti höre ich nur noch selten. Grufti ist ja süß. Ja, im Gegensatz zu dem, was ich mir oft in der Schule anhören muss. Ich mag dich, wie du bist, Tommy. Da bist du aber auch die Einzige. Manchmal muss ich mich zur Schule richtig überwinden. Ohne dich würde ich die Zeit nicht durchstehen. Ein Jahr haben wir fast rum. Und ich verspreche dir, dass das nächste Jahr wesentlich besser werden wird. Wirst schon sehen. Das hoffe ich. Gleich ist es eins. Willst du bei Pilsener nochmal durchrufen? Ja, mach ich. Bist du bereit? In einer Viertelstunde ist sie bei dir.